Von Ghost of a Tale mit mir, von der Let's Play Zombie. Hey! Hab nur mal ein bisschen geflüstert, weil da war ja gerade die Wache. Und, ja, ganz ehrlich, ich muss schon wieder erstmal gucken, wo wir eigentlich stehen geblieben sind. Mach dich bereit, stell eine Rüstung zusammen. Okay, das Hammer und das sind auch die Rüstungsteile, die wir alle finden sollen. Ah, nee, das sind die Pilze. Eine Maus in Rattenkluft, okay, ein niederträchtiger Pirat. Das sind die ganzen Sachen, die man finden muss. Eine Flöte für einen Dieb. Suche die Flöte. Ulgustus und fatales Flöte aus der Krabbensammlung unten im Hafen. Ja, im Hafen war ich jetzt noch nicht. Oh, gut. Hummerjagd. Haben wir auch noch nicht alle gefunden. Was? Einer fehlt. Oh, nur noch einer. Öffne und durchsuche Sillas Feldkiste. Das, oh, das müssen wir noch machen. Aber eigentlich hatten wir das schon. Okay, demnach haben wir eigentlich nur noch zwei Sachen zu tun. Denn ihre Flöte können wir sowieso noch nicht einsammeln. Und wir brauchen unsere Rüstungsteile. Den Schaller habe ich von dem bekommen, ne? Soweit ich weiß. Jetzt muss ich gerade nochmal nachgucken, sorry. Genau, den Schaller haben wir hier. Dann haben wir Gesicht. Dann haben wir den Oberkörper. Die Taille haben wir auch. Okay, es fehlen dann eigentlich quasi nur noch Beine. Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung, wo ich die finde. Ich ziehe die mal an. Ich will mal gucken, ob die mich dann noch erkennen als Maus oder... Ja. Oh, bin ich langsam jetzt. Kann ich mich jetzt sehen lassen? Nö, kann ich nicht. Okay. Oh, ich kann nicht rennen. Shit. Tschüss. Okay, hier kann er zum Glück nicht rein. Okay, jetzt habe ich keine Ahnung, für was soll ich das anziehen, wenn sie mich doch erkennen. Sind das die Beine? Ich weiß es nicht. Gut, dann ziehen wir uns gerade wieder um. Augenklappe war das, glaube ich. Habe ich ehrlich gesagt keine Ahnung mehr, was ich vorhin anhatte. Das hier wahrscheinlich, ja. Das hier ist die Taille. Badengürtel. Oder das da? Tempo beim Rennen. Hey, das sieht doch alles gut aus. Lass mal das jetzt mal so. Und ja. Also. Alles klar. Also uns fehlen noch die Beine. Jetzt weiß ich allerdings halt nicht, wo ich danach gucken sollte. Wo uns noch die Beine fehlen. Wo sind wir hier denn eigentlich schon wieder? Hier. Ja, mir ist da letztens was eingefallen. So, wir gehen jetzt nochmal hier rein, warten mal, bis der vorbei ist. Mir ist letztens aufgefallen, wo ich noch was zum Gucken habe, so gesehen, zum Nachgucken. Nämlich bei der Ratte, die uns schon öfter mal angefurzt hat. Der hat in seiner Zelle, habe ich gesehen, als ich mal ja, meine Videos natürlich auch ab und zu mal gucke, hat er so gesehen auch nochmal, wie soll ich sagen, so Schränke. Ne? Das heißt, wir sollten einfach mal, wo haben wir, da haben wir es. So, der hat nämlich auch noch hier so Hängeschränke in seiner Zelle. Und da will ich gucken, ob da noch irgendwelche Schlüssel drin sind. Ich hoffe, der bleibt da eine Weile. Okay, hat funktioniert.
Oder? Ah nee, das ist eine Karte, sehe ich gerade, oder? Jetzt furzt er doch tatsächlich wieder. Nee, ist doch keine Karte. Ah, ich habe gedacht, das wäre ein Hängeschrank. Während meiner Aufnahme, da habe ich die Helligkeit noch nicht höher gestellt und demnach... Sag mal, wie oft will der denn nachfurzen? Und demnach habe ich natürlich dann gedacht... Alter, was hat er gegessen? Ja, und demnach hatte ich gedacht, da könnte ich dann nochmal was gucken. Ah! Kommt der hier hin? Die werfe ich nochmal. Aua! Hä? Warum? Wir werfen den mit Flaschen und das macht dem nichts. Tschüss. Gut, dann wir erstmal ein bisschen was. Wo ist er hin? So, jetzt ist er hier eigentlich weg, ne? Wollte nämlich da oben den Stuhl hier noch hinbringen. Weil ich sie gerne sehen wollte, ob ich so die... Ja. Weil ich gerne sehen wollte, ob ich so an diese Flagge da oben noch hinkomme zum Verbrennen. Mit dem Stuhl dann. Was da über diesen Lagerfeuer da noch ist. Warum konnte ich den nicht am Kopf abspeisen? Das verstehe ich nicht. Vielleicht muss ich den Beinschutz von dieser einen Wache irgendwie klauen, der Beinschütze anhat. Oh. Jo, mal gucken, ob ich das Ding da oben jetzt anfackeln kann. Ha, okay, so geht's. Na, da haben wir doch jetzt schon mal immerhin etwas wieder geschafft. So, ich weiß halt nicht, ob man irgendwie die Wache, die Laterne ist bereits aufgefüllt. Ich weiß nicht, ob man so eine Ratte mit Beinschützern von hinten hinschmeißen könnte, dass er quasi nur von hinten verwundbar ist. Ich habe ja gerade gemerkt, im Springen konnte man die Fackel anzünden. Fackel. Das Banner anzünden. Will ich gerade mal gucken, ob das hier auch geht. Mist. Nee, es geht nicht. Ahnung, wie man das anzünden soll. Linke Seite ist näher, sehe ich gerade. Machen wir es mal von hier aus.
Nee. Okay, lass mal das Ganze. So, der da hat ja Beinschoner an. Muss man die den klauen, oder? Das wäre jetzt halt eben meine Frage. Indem er ihn quasi von hinten... Ja, geht nicht. Nö. Egal wie oft ich es drücke, es funktioniert nicht. Schade. Hätte sein können, dass man die von dem klauen muss. Hm, okay. Wir haben hier einen Stuhl. Für was? Falls ihr Kinder im Hintergrund hört, die sind draußen. Die schreien gerne rum. Ich sehe einfach nichts, was ich machen könnte noch. Wir gehen einfach mal wieder ganz hoch. Also zu Silas so gesehen. Hieß er Silas? Vielleicht finden wir auch in der Zeit auch den letzten Käfer. Das war knapp. Wir hätten noch ein Taschentuch, aber... Der hat auch Beinschoner an, den kann ich auch nicht abschmeißen damit. Genau, hier, ich kann ja durch den Garten. Bienenstock ist... Ach so, ich kann Königin sammeln und hier reinsetzen. Und ich hatte ja noch eine Königin. Aha. Ich habe zwar keinen Schimmer, was mir das dann bringt. Da gehen wir mal lieber den offiziellen Weg hoch. He? Vielleicht ist da ja irgendwo der letzte Käfer. Gibt es hier denn jetzt auch wieder Flaschen und so einzusammeln? Nee. Nur die Tür. Wo geht's hier nochmal hin? Wo bin ich hier? Ich glaube, hier war ich noch nicht, ne? Da ist noch einer. Mit dem könnte man reden. Hä? Sieht er mich nicht? Doch jetzt. Okay.
Schlüssel. Ein Brunnenschlüssel, aha, okay. Das ist doch schon mal auch was. War eigentlich falsch geworfen, da wollte ich nicht hinwerfen. Guck an, hier gibt es eine Tür. Dreh dich mal um. Genau, so ist nett. Okay. Ein Koch. Tag, mein Lieber. Setz dich und ich bin gleich für dich. Wer bist du denn? Ein Bade? Ich fürchte, ich habe dich nicht erwartet. Unterhaltung haben wir hier nur in den Wintermonaten. Mein Name ist Thilo, gnädige Frau. Oh, wie wäre es damit ein Lied, gnädige Frau? Nee, das lassen wir mal lieber. Ach, ich fürchte, ich kann mir Namen nur schlecht merken, mein Lieber. Aber wo bleibt meine Manieren? Ich bin Rezia Omama Rezia, so nennen sie mich alle hier. Omama Rezia, ich freue mich, dich kennenzulernen. Aber du bist nicht hier, um für uns zu spielen, oder? Nein, du bist ein Gefangener, habe ich recht, Schnuckelchen? Du bist ganz schön weit vom Haupttor entfernt, falls du flüchten willst. Also, es bringt dich in meine Küche. Bitte, hast du etwas zu essen für mich übrig? Nee, wirst du mich melden? Was kochst du da? Nun, es ist wohl am besten, wenn ich mich vom Acker mache. Was kocht sie? Ich backe Brot. Möchtest du probieren? Nur ein bisschen, wenn ich darf. Ich lasse das Essen noch etwas abkühlen, aber erinnere mich daran, dich kosten zu lassen, bevor du gehst. Wirst du mich melden? Ach, Schätzchen, natürlich nicht. Obwohl es besser wäre, wenn du nicht so oft hierher kommst. Viele Wachen gehen in der Kantine ein und aus. Ich möchte auf keinen Fall, dass dir etwas zustößt. Okay. Warte mal, aus hier. Du wolltest doch das Brot probieren. Du probierst Razias Essen und fühlst dich gestärkt. Oh, cool. Das war knapp. So, sonst sehe ich hier nichts, ne? Auf jeden Fall haben wir jetzt schon mal einen Schlüssel wieder mehr gefunden. Mit dem hier könnten wir sogar reden, habe ich ja vorhin bemerkt gehabt. Weiß ich nicht, ob da vorne noch was ist. So, wir haben hier genügend Stöcke als Vorrat. Oh, ich habe gar keine mehr. Ah, nein, Speisekammer Schlüssel. Ah! Und tschüss. Oh, wo geht's denn hier hin? Oh, die Tür geht sogar auf. Tschüss. Gut, dass er hier nicht nachguckt. Ein Nachttopf. Nichts drin. Ein Eimer. Ah, cool. Hier kann man sich drin verstecken. Super, also wenn ich das hier anmache, dann sehe ich das hier zwar, aber da ist nichts drin. Ist noch was hier? Nö, ne? Sonst ist hier nichts, oder? So, also in die Speisekammer kommen wir noch nicht rein. Drei Stöcke haben wir mitgehen lassen können. Gehen wir da hinten hin.
Ne, mit denen können wir nicht reden. Danke für den Käse. Ha, ha, ha. Bin nicht da, komm nicht wieder. So, das heißt, wir können in den Brunnen reingehen. Vielleicht müssen wir da auch hin. Und wir sind auch schon längst über 20,5 Minuten, sehe ich gerade. Meine Güte, was jetzt die Zeit vergeht. Nur weil man mal ein bisschen hier was findet und machen kann. Ich danke euch fürs Zuschauen. Ich hoffe natürlich von vorn bis hinten in normaler Geschwindigkeit. Und ja, vergesst keinen Daumen hoch und ein Abo. Und dann sehen wir uns hoffentlich beim nächsten Teil wieder hier zurück bei Ghost of a Tale mit mir von der Let's Plays als Hobby. Und hoffentlich auch bei meinen anderen Let's Plays. Viel Spaß auf meinem Kanal und auf Wiedersehen.